Frank sagte, falls ich ihn festfahre, soll ich ihn einfach hin und her wiggeln. Okay. Dein Wort in Jehovas Gehörgang, mein Freund. Das funktioniert besser. Funktioniert besser, als ich dachte. Sitzt fast, wackelt und hat Luft. Ja, hier ist eine Kurve. Alter. Gar nicht kompliziert. So. Aua! Nicht fallen. Bitte nicht umfallen. Bitte nicht aufs Dach legen, das Gerät. Dem Gerät. So, die Autos sind weg. Das heißt, die Patrouille kann wieder da sein. Oh bitte. Ich bete sonst nie. So, aber das ist ja noch nicht alles. Jetzt ist es ja noch so. Wir müssen das Ding in Sepapane in die Luft jagen. In der Waffenstillstandszone. Und wir können aus irgendeinem Grund nicht abhauen. Boah, nein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann das Telefon nicht abnehmen, während ich unter Wasser bin, Vögelchen. Ja, so. Also nochmal, Ruf gesteigert. Ne, du, das sehe ich nicht so. Dann. Nochmal. Ich hasse Brücken in Far Cry. Ja, wirklich. Ich hasse Brücken in Far Cry. Oh ja. Jetzt einen schönen Kräutertee. Das war mal schön scheiße, ne? So. Am besten die Sache genauso wie eben. Hier zwischen den Zäunen lang. Da ist ein Holzgerät. Mit dem Holzgerät dürfen wir nicht anfahren. Okay. Nicht zu stark gegen irgendwas gegen. Ich will diesem Wagen diesmal in einem Stück dort anbringen. Hui. Das war mal. Ach, was höre ich da? Eine Patrouille. Na, das hört sich ja auch gut an, ne? So. Ja, ich glaube, ich habe ihn festgefahren. Geht noch. Noch läuft er. Nein, 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 nicht umfallen. Nicht aufs Dach kippen. So. Liebe Arschkrampenpatrouillen, bitte haltet euch von mir fern. Wir haben es eben so schön geschafft bis zur Brücke. Wenn wir über die Brücke drüber sind, sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das Auto hat kaum ein Geräusch vom Motor, Digga. So, jetzt mal ein bisschen abbremsen hier. Entschuldigung, ich kann jetzt gerade nicht Hand von Mund nehmen. Ich muss euch voll ins Gesicht husten. Alter. So, also im Norden. Ich sehe es schon, da vorne ist blau. Okay. Ich fahre hier erstmal rein und gucke mal. Ich sollte auch einen Speicherstand machen, dass falls ich jetzt tatsächlich mit dem Karren irgendwen anremple. Also. Wer bist du denn? Bist du James Dean oder warum stehst du da so an der Ecke? Moment, ist das hier? Ja, das ist das Gebäude, aber auf der Seite wohl eher nicht. Ich wüsste nicht, wie ich den Lastwagen durch diese Tür fahren sollte. Hier sieht eigentlich auch nicht so gut aus.
Das sieht mir wie ein Garagentor aus. Also würde ich doch sagen, halt die Fresse. Also würde ich doch sagen, hier vorne durch, hier so, einmal rundrum, möglichst ohne irgendwem über die Füße zu fahren. James Dean, bleibt bitte da drinne. Weil wir sollen nicht in Ärger geraten. Das heißt also weder. Wir haben den Wagen jetzt heil hierher gebracht. Was ist das? Was ist da drinne? Feines Scotch. Steht hier einfach so auf der Straße rum. Highlands, feines Scotch. Echt billig gemachte Texturen, Ubisoft. Woher willst du das wissen? Was? Ich hab meine Kanäle. Kannst du dich an den Typen so gerne erinnern? Wir sind Afrikaner? Wenn man sonst. Stimmt. Aber er hat von einem gehört, der ein paar Einheimische angeheuert und den Präsidenten verschwinden lassen hat. Haut ab in den Zoom und eine Woche später taucht der Präsident wieder auf. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich die Geschichte hören. Habe ich jetzt einen Speicherstand gemacht? Mach mal einen Schnellspeicherstand. Hallo. Hallo. Ich höre schon irgendwie schreien und unter die Räder geraten. Ich überlege tatsächlich, ob ich noch mal. Ach was, ich komme mit der Muni aus. Hoffe ich mal. Oh, guck mal, die Tür geht auf. Ach komm, wir machen das jetzt. Also einmal noch mal Schnellsprecher. Habe ich den jetzt überfahren? Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Digi. Tür? Hey, Digga. Moin, Polite. Ich schließe jetzt den Verteilerkasten aus. Ja. Dieser Tanks öffnen. Dieser Tanks öffnen. Und hinten auf der Laderampe, ne? Weil. Oder den Tank hier. Nee, das ist nur einsteigen. Warte mal. Ich habe den Lachgas-Truck in der UFLL-Werkstatt in Zephapane geparkt, genau wie André Hippolyt es vorgeschlagen hatte. Während mein Partner für einen Kurzschluss im Sicherungskasten sorgt, muss ich das Ventil an einer der Lachgasflaschen aufbrechen und diesen Ort mit entzündlichem, ach du Scheiße, Gas sättigen. Auf die Ladefläche des Lasters klettern, und das Ventil einer Lachgasflasche öffnen. Alter, ich hab Angst. Ich mach mal nochmal einen Schnellsprecher statt. Nitrous Oxid. Warte mal. Warum hüpfe ich gerade nicht? Ach so. Ich kann auch so machen. Ach. Ui, das ist gut. Gar nicht 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 gut. Ah, da ist eine Tür offen. Hippo. Okay, Bruder. Los. Bruder muss los. Ey, wenn die Scheiße in die Luft geht, will ich nicht da sein. Frank sagte, hier rüber zu den Bahnwaggons. Okay, okay, okay. Hoch hier. Wow, Decken. Also, warte, was ist jetzt? André Hippolyt helfen und die UFLL-Truppen ausschalten. Deswegen kann ich also hier nicht jetzt einfach abhauen und mich aus der Waffenstillstandszone verpissen. Damit wäre der Job erledigt, sobald den UFLL-Truppen nicht mehr die Ohren klingeln, werden sie Blut sehen wollen. Vor allem meines und das von Anna. Ich muss André retten. Ach, Scheiße. Wer hat mir diesen Job bloß angedreht? Okay, alles klar. Halt, ich brauche eine vernünftige Waffe. Oh, André hat einen Schuss abgekriegt. In die Eier.
Ah! Kommt noch mehr? André ist schon down. Lass mich doch nicht allein. André, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen, weil ich muss sehen, dass ich am Leben bleibe selber. Hab ich verloren. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? In die Eier. Bleib liegen. Du auch. André, mein Guter. André, geht's dir gut? Oh Mann, Alter. Komm auf die Füße, Digga. Wir werden beschossen. Oh, der kriegt schon wieder einen. Es geht. Scheiße. Gutes Timing, Mann. Elkin von Erik. Warte mal. Du hast gerade Ladehemmung, das finde ich gut. Mission abgeschlossen. Ha! Ach du meine Güte, das ging ja wirklich schnell. Na, mein Digga. Alles gut? Es ist noch nicht vorbei, aber wir kriegen das hin. Okay, lass mich mal sehen. Ja gut, also wir sind eigentlich hier durch. Ich werde hier trotzdem noch mal ein bisschen mich umsehen, ob hier vielleicht noch der eine oder andere rumeiert. Nicht, dass gleich die Meldung kommt, André liegt schon wieder auf dem Boden. Warte mal, hier, komm her. Gib her. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Dafür, dass meine Rübe heute echt absolut nur im Schmalspurgang läuft. Okay. Ach ja, ich habe geguckt, wo die Diamanten in Porto oder Moçao, Celao, weißt du, in der Hauptstadt sind. Es ist in der Tat nur ein Diamant und es ist eigentlich peinlich. So, ich kann mir jetzt einen Job suchen, wo ich will. Jemanden finden, der Medikamente besorgen kann. Der Arzt, erinnert euch, in Mozarte Celao oder Porto Celao. Heißt das Mozarte Celao? Warte mal, ich muss einmal auf der Karte gucken, damit ich das einmal in die Kette kriege. Kann man nicht sehen. Schade eigentlich. Also da in der Mitte da von der Insel, ne? Da ist der Arzt, der ja unseren Priester ersetzt. Und ich würde übrigens gerne mal wieder einen Killerauftrag machen. Also hier mit Handyantenne, ne? Verstehst du, was ich meine? Klicknack. Weißt du was? Wir machen uns einmal auf den Weg zum Busbahnhof. Das müsste eigentlich hier im Norden sein. Nee, eigentlich eher... Aha. Warte, das muss ich mir anschauen. Irgendwer hier noch am Leben? Wenn ja, dann wird das bald ein Ende haben. André, was hängst du immer noch hier rum? Du sollst dich verpissen. Wie soll ich mich verpissen, Herr? Ja, einfach so irgendwie. Nee, also hier komme ich nicht durch irgendwie. Ah, Alter, guck dir das an. Das habe ich gemacht. Ich habe Feuer gemacht! So, So, hier oben, wenn ich mich recht erinnere, konnte man durch zum Busbahnhof. Ja, so in die Richtung. Warte mal. Oh, jetzt fängt der Hals richtig an, Probleme zu machen. Und auch wieder so die typische Fieberbirne. Ja, aber ist lange nicht so schlimm, wie es gestern noch war und... Eigentlich so vor 2 Tagen war es eigentlich am übelsten. Ich habe ja auch schon eine Aufnahmesitzung Minecraft neulich gemacht. So eine Woche nachdem ich wohl infiziert wurde. Und eine halbe Woche nachdem mein Test positiv war. Und da dachte ich eigentlich so, lächerlich, ne? Also, aber dann 2 Tage später ging es mir dann dreckig. Ah, aber ich muss sagen,
ohne anzugeben, wie soll ich da auch angeben, das Zeug ist nicht so schlimm, also zumindest für mich nicht so schlimm, wie einige grippale Geschichten, die ich schon mal hatte. Ich erinnere mich da nur 2017, als der G20-Gipfel war, da war ich mit meiner Freundin in der Wingst, in einem Naherholungsgebiet hier in der Nähe, so halbwegs. Und da hat mich so ein Erkältungsding gepackt und da ging es mir aber mal richtig dreckig. Ah, ein Quad. Ja, hoffe, das stört euch nicht, dass ich hier schniefe und huste und so, aber ich kann ja nichts dafür. Ja, das ist immer noch besser, als wenn nichts kommen würde, ne? Also, zeigt gefälligst ein bisschen Dankbarkeit. So. Alles klar. So. Ja, dann wollen wir mal sehen. So, also in 3 Minuten oder so könnte ich eine Pause machen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Speichern und fortfahren. Ja, und da ist gestern ständig abgestürzt. Also wirklich jedes Mal, wenn ich Speichern und Fortfahren gemacht habe nach einer Busfahrt. So, wo ist das Kackradio? Ich will gar nicht erst, dass es anfängt zu dudeln. Bam. Ja. Radio killed Video Star. Ja. Wir fahren ganz einfach mal mit diesem Jeep, der sich auch nicht so doll fährt. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal, wo der einzige Diamant in Musato Selau, also in diesem Ort hier, ist. Ich bin da so ein bisschen durch die Gegend geeiert und habe mir mal ganz ruhig, ohne Stress, das Ganze angeguckt. Und dabei fiel mir etwas auf. Hast du über die Internetidee nachgedacht? Ja, ich weiß nicht. Ach komm, du knallst sie doch sowieso. Wir müssen nur eine Kamera aufstellen. Eine Menge Typen würden viel Geld dafür bezahlen, um das zu sehen. Wir sind in Afrika, Mann. Man muss jede Gelegenheit nutzen. Na gut, ich versuch's mal. Das wollte ich hören. Die wollen Internetporn machen. So, hier zwischen den Häusern. Also ich glaube zwischen den beiden da. Ah ja, da sehe ich sie auch schon. Da ist eine Leiter. Guckt euch das mal an. Leiter! Und ja, die hätte ich auch mal sehen können, ne? So, also. Einfach nach oben. Und dann muss man eigentlich nur den Signalen folgen, wie Volker. Volker hört die Signale. Warte mal, wo ist denn der Diamant laut Radar? Da. Ja, und in der Tat, hier muss man rüberhüpfen. Und siehe da. So einfach kann es dann mal sein. 3 Diamanten allerdings dafür. Und wir hüpfen hier einfach runter. Und tun uns nicht mal weh. Geilo, ne? So, also damit wäre das auch erledigt. Weitere Diamanten gibt es hier nachweislich nicht. Ich habe extra nochmal Spoilervögelchen Frank gefragt. Der kennt sich damit aus. Er meinte, es gibt insgesamt 2 Diamanten in Musato Selau. Einmal auf dem Kirchturm oben. Das haben wir gekriegt. Moin, schlechte Neuigkeiten. Medikamente alle. Ein Kilometer östlich von Porzellau gibt's einen Telefonkartenladen. Sehen Sie auf Ihre Karte. Du, kann ich da mein Prepaid aufladen? Ist gerade ausgelaufen, Digga. So, gleich noch ein Kaffee. Wobei ich vermute, dass dann wahrscheinlich wieder mein Magenkneifen anfängt. Weil irgendwie. Ohne die hier wird er Ihnen nicht helfen. Und Ihr Zustand wird sich verschlechtern. Sie müssen etwas tun. Mein Kollege besorgt Ihnen die Papiere. Falls Sie diese Reisedokumente bei sich haben, auf die wartet er nämlich. Kollege, das sind riesengroße Passaporte. Wer hat denn sowas? Hast du gesehen, die sehen aus wie Bibeln. Auch viele üble Kerle, Digga. So, dann raus hier. Und wo müssen wir denn hin? Wir könnten uns jetzt auch einen anderen, hier so einen Hauptjob holen. Ach, wir müssen da hoch.
Also ich weiß, unten am Hafen liegt so eine schwangere Kuh von einem Boot, so ein Fischerkahn, so ein großer, weißt du, wo ich mal gesagt habe, sieht ja interessant aus. Aber ich glaube, hier im Norden, hier ist übrigens ein schöner Fluchtweg, der mir so aufgegangen ist. Ja, ich glaube, hier war ein Boot, ein ganz normales. Dann fahren wir da nämlich jetzt mal mit. Alter, wie sieht denn das hier aus? Kein Wunder, dass es in Afrika nicht vorwärts geht. Ey, echt. Ja, solche Kackfrösche. Alles versauen. So. Erstmal in Gang bringen, das Teil. So. Ja, super. Fahren wir mal wieder Bötchen. Warte mal. Ehe uns das irgendjemand unterm Arsch wegschießt. Aber weißt du was? Ehe das uns jemand unterm Arsch wegschießt. Ich sage ganz einfach mal, weil wahrscheinlich kann ich jetzt gerade so das zusammenschneiden mit vorhin. Ich sage ciao mit B wie Boot. Bis übermorgen und gehabt euch wohl und lasst euch nicht auch infizieren.